Erstens ist das Ergebnis brutal ärgerlich. Ja, wir hatten viel Ballbesitz in der ersten Halbzeit, viel Spielkontrolle, aber ja, konnten wir nichts draus machen, sagen wir es so. Kurz vorm Spiel hat der Trainer ganz kurz was gesagt zu der Situation, was vorgefallen ist. Und ja, das ist natürlich ja, wichtiger als Fußball. Natürlich ein sehr, sehr zähes Spiel am Anfang. Ja, sind irgendwie nicht so richtig in unser Spiel gekommen. Es war sehr behäbig, sehr geringes Balltempo. So diese Spritzigkeit, diese Kreativität hat heute so ein bisschen gefehlt. In der zweiten Halbzeit natürlich was ganz anderes, wenn du von draußen merkst, okay, da kommt die Energie auf den Platz. Das löst dann auch nochmal Kräfte frei. Wir sind immer wieder auch in der zweiten Halbzeit dann in die Box gekommen. Aber ja, so der letzte Pass hat gefehlt oder die letzte Entschlossenheit. Und ja, da hatten wir jetzt nicht so viele große gefährliche Szenen. Christos, glaube ich, auch eine Situation gehabt, wo er dann knapp am Tor vorbeizischt. Ja, in so einem Spiel, wo der Gegner sehr kompakt steht, es defensiv echt gut macht, ist das dann auch mal ein Mittel? Wenn die hinten stehen, sind enge Räume und dann, wenn ich keiner angreife, dann musst du mal von der Distanz schießen und Emma hat das richtig gut gemacht und hatten ja auch ein paar andere Dinge, aber im Großen und Ganzen ja, hatten wir jetzt nicht so die richtig großen Chancen und ja, war zu wenig. Natürlich, nach dem 1-0 müssen wir die Energie mitnehmen und mit den Fans auch im Rücken dann weiter nach vorne spielen. Aber ja, war jetzt so nicht der Fall. Ich kann es mir auch nicht momentan erklären. Wir müssen uns das morgen anschauen und dann gegen Lautern unbedingt besser machen. Wenn du dir die letzten drei Spiele anguckst, zwei Punkte ist natürlich zu wenig, ist nicht unser Anspruch. Ich glaube, dass man aber trotzdem ja, jetzt nicht alles über den Haufen werfen kann. Natürlich jetzt nimmst du dieses 1-1, schleppst du zwei Wochen mit dir rum, was ein sehr ekliges Gefühl ist. Aber auf der anderen Seite hast du jetzt auch zwei Wochen, ja, wo du an der einen oder anderen Schraube drehen kannst und ja, wieder dafür sorgen kannst, dass es wieder wie die Wochen davor läuft. In den letzten Heimspielen haben wir nicht so viel gepunktet, wie wir es gewünscht haben. Von daher steht das über allem. Und egal wie, wir müssen die drei Punkte gegen Lautern holen und ja, dann uns wieder Stück für Stück nach oben arbeiten. Ja, jetzt haben wir zwei Wochen Zeit, uns das anzugucken, zu sehen, okay, woran hat das vielleicht gelegen, wo müssen wir uns vielleicht besser in den Räumen bewegen, ja, dass wir uns dann wieder diese klaren Torchancen rausspielen.